Trimax hat 100.000 Diamanten in Heyday ausgegeben und darauf reagieren wir heute. Ich bin sehr gespannt, wofür er sie ausgegeben hat, warum und wie vor allen Dingen. Und dann natürlich auch in dem Aspekt, hat es ihm was gebracht, hat er sie falsch ausgegeben oder hätte er es auch besser ausgeben können. Deswegen ab ins Video, lasst es uns angucken. Ich freue mich sehr aufs Video. Hier haben wir es. 100.000 Diamanten in Heyday, so schnell gehen sie weg. Heyday Max Challenge. Er mit seinem Heyday Max. Ich bin gespannt, ob er es schafft, beziehungsweise was er sich darunter vorstellt. Aber gucken wir mal rein. 100.000 Diamanten, ey, das ist so viel. Boah, keine Ahnung, 4.000 kosten ja schon 100 Euro. Also, ja, let's go. Moin Leute, Trimax hier. Es Oh, geht hä? weiter mit Heyday. Ich möchte einen Account komplett maxen. Ich bin fast in jedem Supercell-Game max. Ich habe jetzt nochmal 100. Also, ich habe ja mittlerweile schon erfahren, dass, glaube ich, er einen Heyday-Account maxen will, wo er mindestens Level 100 ist und alle Maschinen hat. Also mit allen Maschinen, alle Maschinen kriegt er nicht in Level 100, aber ich denke mal, dass das sein Ziel ist, so Level 100 und alle Maschinen. Aber ja, gucken wir mal. 100.000 Diamanten aufgeladen. Das sind umgerechnet 2.500 Euro. Wir haben schon 1.510 Euro Das ausgegeben. ist Ich viel, will ey. jetzt mal richtig schön progressen. Ich will vorankommen. Ich bin Level 29. Man schaltet hier auf Level 100 erst den Karamellshop frei. Und ich glaube, das wird völlig krank. Das Geile ist, Supercell hat die ganze Aktion mega gefeiert und haben gesagt, alles das Geld, was ich hier in diesen Account reinbuttere, wird Supercell im Nachhinein an eine Charity-Organisation unserer Wahl spenden. Was ultra cool ist. Wir sind jetzt Das ist echt cool. Also viele haben das ja falsch verstanden, dass, also viele haben mir mal geschrieben, ey, der gibt Geld aus und kriegt das Geld dann wieder. Aber nein, er kriegt es dann nicht wieder, sondern es wird ja nur gespendet. Das heißt, er gibt es trotzdem aus, das Geld. Nur Supercell spendet das. Also ist eigentlich für ihn weg. Klar, ich denke mal, es wird trotzdem mal Spende laufen lassen und so, aber ja. Aber kurz zum Karamellenshop. Also nur weil der Karamellenshop der letzte Shop ist, den er freistellt, das ist nicht gerade der beste. Also die Erdnusskaramelle ist ja die beste. Die schaltet aber erst noch später frei, nicht in Level 99 direkt. Ich glaube Level 107 oder so war das, ne? Lass mich lügen, oder 103, irgendwie so in dem Dreh. Das ist das Produkt, was am meisten Geld bringt. Aber trotzdem geben die Produkte im Karamellshop nicht gerade die meisten XP. Also da hat er mit anderen Produkten, die er vorher schon freistellte, viel bessere Chancen. Aber ich glaube, das hat Trimax noch nicht so raus. Also nur weil man etwas spät den Heyday freischaltet, ist es nicht gerade das Beste. Also der Karamellshop ist wirklich ein guter Shop, aber Geld technisch ist nur die Erdnusskaramelle gut und XP technisch sind alle Produkte so mittel. Also die Erdnusskaramelle ist ein bisschen höher, aber die anderen vier Produkte sind halt so mittel und ja, weiß nicht. Das ist mit einer Zitronentorte oder mit einer Decke halt mehr. Ja, let's go. schon bei 1500. Jetzt kamen noch mal die 2500 dazu. Und ich will das jetzt am liebsten schaffen, in einem Stream das auszugeben. Wobei ich auch sagen muss, wir Direkt brauchen ja Leute ausgeben. aus der Community, die mithelfen. Hier habe ich jetzt mittlerweile schon sau viele Er mit seinen Quizräume angepflanzt. Wir Kirschbäumen. brauchen leider noch 9 Stunden. Und jetzt ist die Frage, was wir damit machen. Wir haben gerade noch hier das Event, was ultra cool ist. 4,940 XP. Geil. Also zu den Kirschbäumen. Er hätte echt auf Kakaobäume warten sollen. Also er sollte auf Kakaobäume spielen. Und was ich auch nicht verstehe, ist, warum hat er keine Brombeerbüsche angebaut? Weil er braucht ja für Kirschbäume Segen. Aber was macht er mit den Äxten? Und Brombeerbüsche sind die besten Büsche und man schaltet die so früh frei. Er kriegt dadurch XP, er kriegt dadurch Geld, er kann mit den Brombeeren sogar weiterverarbeiten, weiß nicht, Brombeermuffins oder sonst irgendwas. Oder kann sie auch einfach verkaufen. Vor allem Brombeeren geben halt viel mehr XP als Kirschen bei LKW-Aufgaben, Schiffsaufgaben, geben viel mehr Geld und sie benötigen nur Äxte. Äxte sind viel häufiger als Segen. Das heißt, dadurch hat er ja auch nochmal ein bisschen was gespart. Klar, er kriegt alles geschenkt und so, aber trotzdem sollte er, auch weil er alles geschenkt bekommt, auf Äxte und auf Segen. Das heißt, Brombeeren und am besten in seinem Fall bald Kakaobäume, die er als nächste freischaltet. Deswegen lass mal weitergucken. Zack. Und wir brauchen aktive Leute aus der Community, die hier mithelfen. Hast du die Bäume schon geerntet? Nee. So, und ich brauche jetzt auch mal eure Unterstützung. Wie paye ich am besten? Wie gebe ich meine Gems am besten aus, dass ich am schnellsten level? Also, das Ding ist hier natürlich immer mega. Ey, wenn euch das Ganze gefällt mit Heyday, abonniert gerne den Kanal. Das erste Heyday-Video hat einfach besser performt als gefühlt alles. Also, selbst als das Clash of Das Clans-Update. Das ist einfach stimmt. Platz 1 in den Trends gerade, was völlig absurd ist. Und denkt auch gerne, wenn ihr es unterstützen wollt, an den Creator-Code Trimax. Das haben wir da Creator Code zu 160, Römer ist ein B. Ihr Supercell-Event, wisst, hält 7 gibt auf jeden Fall Tage. einen Vielen ein, Dank egal an jeden welchen. Einzelnen. So, 744, zack, bis. Mich hat ein Moderator von Trimax angeschrieben, also Ryox hat mich angeschrieben und hat halt so nach Tipps gefragt. Die hat Trimax auch live im Stream vorgelesen. Ich war auch kurz im Stream da. Was heißt kurz? Also ich war schon länger dabei. Und ich habe ihm halt auch geschrieben, dass es beim LKW halt verschiedene Aufgaben gibt. Das heißt, es gibt erstmal drei verschiedene Aufgaben. Es gibt Aufgaben, die haben viel XP, Mittel XP und wenig XP. Und das Problem ist halt, dass wenn er Diamanten für Aufgaben ausgibt, die wenig XP geben, merkt sich Heyday das und gibt ihm immer nur noch diese wenig XP-Aufgaben. Und deswegen ist es halt so richtig wichtig, dass er halt erkennt,
Ey, das ist wenig XP und das ist viel XP. Klar gibt es auch Produkte, die geben an sich wenig XP, aber für das Produkt ist es viel XP. Klar kann das dann trotzdem löschen, weil die Diamanten will er ja nicht für wenig XP-Aufgaben ausgeben. Aber trotzdem ist halt wichtig zu wissen, dass es halt diese Arten von Aufgaben gibt. Des Weiteren gibt es halt auch noch 15 Produkte pro Tag, die Heyday am meisten nachfragt. 5 in der Stadt, 5 beim LKW und 5 beim Schiff. Beim Schiff könnte es aber auch Sojabohnen oder sowas sein. Also halt Feldprodukte. Und das ist halt auch wichtig zu erkennen, ey, habe ich heute einen hohen XP-Lauf? Also habe ich heute Produkte, die viel XP geben, die ich viel habe? Das hatte ich zum Beispiel einmal beim Dreifach-XP-LKW-Event, wo ich Honigerdnüsse hatte. Und die geben richtig viel XP bei den LKWs. Ich habe hier auch ein Top 10 LKW-XP-Video gemacht, das kann ich oben auch mal irgendwo einblenden, mit den höchsten XP-Aufgaben, wo ich auch 20.000er XP-Aufgaben hatte. Das war aber nur aus dem Grund geschuldet, dass ich auch Honigerdnüsse Roll hatte. Klar wären die auch trotzdem gekommen, aber die kommen dann seltener. Und ich habe ihm dann noch ein paar andere Tipps gegeben, wie er sie jetzt umsetzt oder beachtet, ist halt seine Sache. Aber ich hoffe, es hat ihm was geholfen. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Ryox und an Trimax an dieser Stelle. Her ist es so, es ist das Beste, Käsekuchen herzustellen für die XP. Oh, das ist sick. Alle Aktuell Torten ist waren werden jetzt Käsetorte auf jeden schneller Fall sehr gut produziert. bei ihm, ja. 15% schneller. Das ist nicht schlecht. Level 3. Geht noch mehr als Level 3? Nee, ne? Dann wollen wir die Achso. Kapazität erhöhen. Wie teuer ist das? 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro. Für 30 Euro erhöhen wir unsere Plätze. Oh Mann. Ey, eine 1300er Scheune bei Level Eieiei. 29. Wow. Wow, das waren 200 Euro. Das ist ja schrecklich. Alter. Ah, weil ich jetzt die Dings aufgestiegen bin, sind auch die Torten herzustellen Ich verstehe nicht, warum man nicht schneller. Speck und Eier Aber macht. ist das gerade noch die beste Art und Weise, Gems auszugeben? Und Sieht aber gut aus, oder? Chili-Popcorn wäre auch noch gut. Zack, Level 30. Kekse. Geil. Sau stark. Wagen gibt gerade doppelte XP. Ja, das stimmt, das stimmt. Erstmal gucken, ich kann noch eine Aber neue Kekse Runde nutzt er hinten für die placen. Tu Käsetorten, mal ne? alle Tiere hier nach unten. Ist das auch teuer, hier die Sachen abzugraden? Das macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Er braucht den Platz ja noch gar nicht. Wir brauchen heute Platz. Heute brauchen wir Platz. Da Level haben. Oh, was ist 30. jetzt? Fischer. Oh, Ist jetzt Level Grilltomaten hat er 30 jetzt. Farmer. Noch ein Die Hund. sind auch sehr Noch ein wertvoll. Hund. Was, wie viel kostet der Hund? 930 für einen Ja, wie viele Hund? Hunde kann ich denn haben? Hä? Wieso habe ich denn 5 Hunde? Hunde Ist das sind mit die normal? schlechtesten Haustiere. Ich habe 6 Alter, Hunde? Ein 1200! Hund kostet 25 Euro. Und wann geben die mir jetzt XP? Die fressen ja nur Fleisch die ganze Zeit. Das Ah, war plus 40. Muss so ich einen eine Tag drücken? Diamantenverschwendung. Digga, wo sprinten die denn hier lang? Ist das gut, so viele Hunde zu haben? Geben fast keine XP. Ne, Aber 35 50 geben die. XP Ja, jeden 50, okay. Tag, das Dieser läppert andere sich. Hund. Was haben wir hier? Ah, Gute die Freunde Food. Babyhunde Ich geben habe hier auch noch was 35. ganz Neues, das habe ich auch noch nicht geplaced. Oh. Stall. Weiß ich jetzt Ja, nicht. Pferde sind gut, aber Pferd. die sind auf jeden Fall die 800 oh, Diamanten What the wert. fuck? Ist das ein normales. Hätte er wenigstens Esel Okay. gebaut. Karotten habe ich nicht, muss ich kaufen. Saftpresse, Eismaschine. Digga, da kam einiges neu. Erstmal müssen wir noch ein Katzenhaus bauen. Der Oh, bitte Katzenunterschlupf, nicht wo die ist er? Katzen payen. Hier ist er. Sieht aus Oh wie für nein, es Hühner. tut jetzt schon weh. Oh nein! Okay. Die sind auch so wahnsinnig teuer. Alter, Meerschweinchen. was will er denn mit Habe den ich alle Katzen und Katzen und Hunden? alle Hunde, die es gibt? Okay, das steht gut. Tiere lohnen nicht. Naja, egal. Wir machen mal die Ja, die Eismaschine. lohnen sich Boah, echt teuer. nicht. Zack, ausgepackt, da Beschleunigt. ist sie. Zucker, Sahne, Milch. Wie viel XP gibt ein Eis? 20 XP? Schlecht ist das nicht. Kuchen Das gibt habe ich mir mehr. auch geschrieben. Ich habe nämlich mitbekommen, dass viele ihm im Chat geschrieben haben, ich weiß jetzt nicht wer und so. Produziere ganz viel, dann kriegst du XP dadurch. Aber das Ding ist halt, dass man nicht levelt. Man levelt nicht dadurch beim Produzieren. Also ich level jetzt nicht, wenn ich eine Käsetorte produziere. Das ist so minimal. Es ist viel wichtiger, was mache ich mit den Produkten? Wo setze ich sie ein? Wie setze ich sie ein? Das habe ich mir auch nochmal so geschrieben, dass er echt da nicht denken soll, ey, dieses Produkt gibt jetzt hier 30 XP, deswegen ist das ein gutes Produkt, oder deswegen mache ich es jetzt ganz viel. Nee, nee, das ist nicht so. Das ist bei Heyday nur, was brauche ich für das Produkt und wie lange dauert das Produkt. Das ist dann nicht zum Leveln oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur, wie lange und was brauche ich dafür. Kuchen gibt es für 6 Gems 34 XP. Der Kuchen ist immer noch besser, als ob der Kuchen immer noch besser ist. Aber Ja, auch Käsetorte ist nur die sehr gut. Käsetorte. Die Käsetorte ist einfach stärkster Gegenstand im ganzen Spiel. Die ist ultra broken, die Käsetorte. Die muss Ja, die genervt Eismaschine, werden. ne? Kirsche Glaubst am du, der Spiel ist kommt auch noch richtig Hotfix gut. nach 10 Jahren, weil die Käsetorte zu stark ist? Ah, Ist okay. Hier Kirsche. kann ich aber meine ganzen Ja. Kirschen reintun. Ist das Nee, vielleicht geil? Säfte kannst du knicken, 6 die geben Gems, gar nichts. 26. Aber die kann Säfte ich ja kannst du auch auf hohe vergessen. Level bringen, Alle. ne? Das ist nicht schlecht.
Boot sagen alle. Alle sagen Fischer Boot. Also Säfte sind eine Erweiterung, um Geld zu verdienen. Ich möchte jetzt nicht die ganze anhaben, aber Säfte sind gut, um aus den Produkten, die man von den Bäumen holt, noch ein bisschen mehr Geld zu kriegen. Aber für XP kannst du Säfte echt knicken. Das hier, Reparatur. Ich hab schon wieder kein Geld. Schon wieder kein Geld! 3000, 3000. Dann verkauft er so, hä? Das ist das, was ich im letzten Part schon gesagt habe. Warum? Er will doch auf XP spielen. So, und jetzt sagt ihr, ich kann richtig viel XP. Klar braucht er Geld, aber. Dann noch nicht mit Käse tun. Ich habe dieses Boot seit Ewigkeiten nicht gesehen. Dein Onkel und ich waren damit auf tollen Angelausflügen. Wenn ich dieses Angeln erst einmal an den Haken hat, kommst du davon nicht mehr so schnell wieder los. Hehe. Lol, das ist ja völlig neu. Angelanleitung. Völlig neu. Jetzt muss ich der Gammelbereich. Wie kompliziert. Saukarpfen? Aber gut geangelt fürs erste Mal. Du solltest mal den Fisch, das war echt den gut. Den angefangen hat. Er hat das Logbuch seiner Hütte da gelassen. Jetzt kriegt er Diamanten. Das sieht auch Gems. Hat er gar nicht gesehen? Oh doch, hat er gesehen. Dann kannst du neue Köder erstellen. Für Wurmköder brauchst du nur Zeit, aber die meisten Fische mögen sie nicht. Bitte erweiter nicht die Plätze. Erweiter nicht den Angelkasten und erweiter nicht die Plätze zum Produzieren. Einmal kurz eine Bitte. Mit Gutschein kannst du Spezialköder holen. Tippe auf Seilerei? Ich habe schon wieder keine Kohle. Hummerfischen. Der hat echt also, wenig Geld. Was kommt alles noch? Wir reisen zurück, wir brauchen mehr Knete. Aber das ist das Problem, wenn man schnell levelt. Jetzt haben wir genug Knete für die 1000. Seilerei. 28.000, zack. Fantastisch, jetzt kannst du Fischernetze herstellen. Wirfst du in der Angelstelle aus, warte ein wenig und hol dir deine Belohnung. Du kannst auch Überraschungsnetze produzieren. Hier ist eins als ja, die kann er machen, die sind gut. Die würden die mehr bringen. Ah, macht er natürlich auch. Hat er viel XP gegeben? Das, oh mein Gott, wie teuer. Bringt Überraschungsnetz mehr? Normal bringt mehr. So ja, mehr Fischfilet, aber du kriegst ja bei Überraschungsnetzen auch geile Sachen. Neuer Fischbereich? Sind die Fische hier besser? Nee, die sind genauso gut überall. Es gibt verschiedene Bereiche, wo man andere Fische angeln kann, aber nur das ist falsch. Bei Angel-Events. Sind die noch, also liegt es vielleicht an den Bereichen? Man kann auch so andere Fische angeln, aber Bereiche. Es gibt halt viele Fische, die gibt es nur an Angel-Events. 7 XP. Okay, da hat der ganze Chat gelogen. Also alle waren sich einig, Fischerboot gibt am meisten XP. Habe ich jetzt, was? Weiß ich jetzt nicht. Wer das denn geschrieben? Ich am meisten XP pro Diamant. Mit Ködern angeln. Das dauert doch Millionen Jahre, oder nicht? 5 Diamanten für wie viel XP? 39? Ja, wieder das hat eine Kleid. Gute Quote. 5 zu 39. Gibt ganz gut das Geld, aber wenig das XP. Das nehmen wir. Okay, was brauche ich dafür? Baumwolle, Himbeeren, ist das Lavendel? Ich nehme die Kleider von der Community erstmal. Wir ballern die Nähmaschine mal aufs höchste Level. Stoffel, Himbeeren, Lavendel. Hat das jemand? Oh, das ist stark. Guck dir das ja, an. Die Nähmaschine stark. Ist schon gut, auf jeden Fall. Ja. Die Nähmaschine ist ganz gut. Ganz großes Kino, aber wie genau gesagt, richtig. Auch nicht. Aber in dem Level ist violettes Stoffel Kleid auf jeden Fall Stoffel das leer. Beste, was eine Nähmaschine machen kann. Silo voll, Kapazität erhöhen. Ich weiß nicht, macht das Speck und Eier? Ich weiß gar nicht. Warum macht er eigentlich den Tortenofen? Sauber, nicht? Direkt schon Level hoch. Er könnte hier auch Speckkuchen machen eigentlich. Speckkuchen ist auch richtig. Oder Apfelkuchen. Genial. Aber was kommt denn auch demnächst? Kommt vielleicht was so auf Level 33 oder sowas? Was mich übel boostet? Ja, Schokopopcorn müsste gleich kommen noch, ne? Oh, Levelaufstieg, Level 31. Ja, die Säfte kann er wieder knicken. Starkes dazu? Jetzt kommt das wieder die Tiere. Hasenstall, weiß ich jetzt nicht. Stoffe herstellen, aber keine Baumwolle. Wieso hat denn keiner Baumwolle? Das kann nicht so schwierig Baumwolle sein. Ist nicht so häufig. Die stellt jetzt selber her. Weil man für sehr viele Sachen Baumwolle braucht. Silo voll. Oh, das tut so weh, ne? Das wird jetzt gleich fett. Ich muss mich hier selbst kneifen, damit ich nicht. Kohle. Nein, ich will am liebsten so schlimm ist es auch nicht, aber. Schmelzöfen bauen. Endlich geht's. Er hat schon 33.000 Diamanten ausgegeben. Für was? Für zwei Level. Also jetzt haben wir hier Progress. Oh mein viel... Gott, guckt euch das an. Boah, das ist guckt viel, euch ey. Das an. Guckt, also das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist echt holy krass. Holy shit. Boah, je höher wir das Level hier machen, der in der Maschine, desto günstiger kann das ja sogar noch werden. Ich oder? Hoffe mal, er verkauft ja, die Violetten. Jetzt kommen verkauft die violetten Kleider nicht. Stoffe leer. Will doch XP. Ach, guck mal, geschafft. Level 2. Das ist auch gut. Immer dieser 5% Boost vom LKW. Geil. 112 Kleider. Ja, verkauft Digga, das ist ja, ich glaube, aber er wollte auch gerade Geld verdienen, das ist ne? Gut Gold, hä? Ja, aber Geld wieso, geben die gut, aber halt so nicht so viel, viel XP. Knete, also wirklich so viel Kohle durch euch. Aber warum ist das immer wieder instant weg? Frage ich mich da. Was passiert denn damit? Digga, das ist ja völlig absurd. Ich spiele Heyday so falsch. Aber das ihr stimmt. Unterstützt das auch irgendwie. Das stimmt. Alle leer.
Spielt ja sehr falsch. Guck mal, hier hat sich die Zeit. Alle Tortenwaren werden 15% schneller produziert. Ist das vielleicht hier auch der letzte Fall? Ja, das ist immer gleich. 10%, 5%, 15%. Aber ein Level kostet 65 Euro oder so ein Scheiß. Das würde ich ihm nicht empfehlen, weil er beschleunigt ja sowieso die Produkte. Deswegen ist das ja egal. Ich könnte gleich auch mal nur auf Geld gehen und er verkauft mir einfach alles, was Geld bringt. Oh mein Gott, er verkauft so günstig die Kleider. Warum kauft er die Bretter nicht? Er verkauft die Bretter nicht. Das war krank. Warte mal, ihr sagt, den geilen Scheiß, den kriegt man auf Level 33. Aber ich bin ja erst Level 31, das heißt, ich brauche noch zwei. Was kommt denn auf 33? Meine Kirscheiß oder was? 1000, das ist natürlich wieder cool. Nee, Kirscheiß hat das schon. Der Mine, das oder? Nicht so viel XP. Müsste eigentlich schon haben. Hä, was kommt denn auf 33? Ja, weiß ich gar nicht. Schokopopcorn, ne? Ohne Pause. Schokopopcorn, Kakaobäume. Ich weiß gerade nicht, ab welchem Level genau, aber. Ich bin gespannt, wir warten ab. Also irgendwas muss sich doch übel lohnen. Ja, Mine bringt ihm gar nichts. Was gibt am meisten? Am schnellsten? Ich meine, wenn ich fünf Schmelzöfen habe, ist das bestimmt nicht verkehrt hier. Es gibt nicht viel XP, es gibt mehr Geld. Mine. Soll ich mir den Pain und dann... Das war teuer, ne? Den Pain. Er hat sich eben so viele XP-Spieler beim Wagen. Und den kriege ich für 9... Ich kriege für 10... Für 10 Gems 18 XP, das ist scheiße. Das Problem ist bei den Schmelzofen-Aufgaben, dass die... LKWs immer sehr viel davon wollen. Also wie kommen wir denn gleich schnell von Level 32 auf 33? Weil 33 soll OP sein mit Kirschsaft. Und da muss ich ein ganzes Level schaffen und ich weiß nicht wie. Wer hat ihm das denn gesagt? Das finde ich geil. 5 Öfen, komplett voll. Guck mal hier, der eine Ofen, 16... Der hat schon einen Stern beim Schmelzofen, oha. Super lange beschäftigt. Das hat bei mir so lange gedauert, die Schmelzöfen auf 3 Sterne. Ohne Witz, er hat schon einen Stern. Oh, ich hab nicht gesehen, was Neues. Wir müssen ganz schnell Level 33 kommen für das Kirscheis. Das soll super OP sein. Ja, ach so, doch fürs Kirscheis. Okay, er hat gerade Kirschsaft gedacht. Ja, also Kirscheis, Der ist ja super... War schon das mit dem Video. Kirscheis wird ihm sehr viel bringen, das stimmt auf jeden Fall. Kirscheis ist auf jeden Fall ein Boost für ihn. Ja, ansonsten... Gutes Video, also er hat natürlich wieder sehr viel Diamanten für nichts weggegeben. Vor allem für die Tiere, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Das mit den violetten Kleidern hat er auf jeden Fall gut gemacht, die zu verkaufen, weil viel XP geben die nicht. Aber die Käsetorten zu verkaufen hätte er nicht machen sollen, die hätte er besser in XP reingesteckt. Es gibt halt gewisse Produkte, die haben anderes Verhältnis. Die geben halt mehr Geld, andere geben mehr XP und da muss man halt gucken, ey, wo bin ich jetzt genau? Und wenn man die Produkte halt nicht kennt... Das Problem ist halt, dass Trimax halt so schnell levelt, dass er die Produkte auch gar nicht kennenlernt. Will er ja auch gar nicht. Aber er sollte trotzdem so ein bisschen darauf achten, dass er halt Produkte, die viel XP geben, nicht verkaufen tut. Weil es wirft ihm nach hinten. Das habe ich im letzten Part schon gesagt. Er kann nicht gleichzeitig auf Geld und auf XP spielen. Das heißt, wenn er XP-Produkte macht, kann er die nicht einfach... Also er kann die verkaufen schon, aber der Mehrwert ist halt gar nicht gegeben. Er verkauft die Dinger und fragt sie dann, warum kriege ich keine XP? Dann verkauft er die... anderen Sachen und fragt sie dann, wieso habe ich kein Geld? Und das ist halt so ein Mix. Es funktioniert einfach nicht. Guck mal, er hat jetzt hier 41.000 Diamanten ausgegeben. Ziehen wir mal 5.000 ab für die Tiere, sind wir bei 36.000. Er hat knapp 3 Level gemacht. Das Problem ist halt, dass er halt die Diamanten sowas von falsch ausgibt, dass er diesen, er kriegt diesen Umschwung gar nicht gescheit hin. Er muss mehr darauf spielen, auch die Produkte erstmal in die LKWs zu stecken und nicht direkt wieder zu verkaufen, weil er jetzt gerade Geld braucht. Vor allem die Produkte, die halt viel XP geben, weil das wirft ihn nämlich komplett nach hinten. Diamantentechnisch. Es wirft ihn natürlich nicht ganz nach hinten, aber die Diamantenausgaben werden immer höher, immer höher, immer höher. Ich weiß, es juckt ihm nicht, aber trotzdem könnte er ja viel mehr rausholen, wenn er die Produkte, die er beschleunigt oder die er produziert oder auch geschenkt bekommt, einfach besser einsetzen tut. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Falls Trimax oder falls das ein Mod von Trimax sieht, noch Fragen habt, könnt mich gerne anschreiben. Bin da immer offen für sowas. Ich kann ja auch gerne coachen oder sonst irgendwas, ne? Bin da auf jeden Fall sehr offen. Ich find's sehr toll, wie er spielt. Ich find's auch sehr toll, dass es überhaupt macht und ich genieße es sehr zuzusehen und es macht auf jeden Fall sehr Spaß. Schreibt bei eurem Mann in die Kommentare, was ihr davon haltet und ja. Lasst gerne einen Daumen nach oben, Abo, da würde mich sehr freuen. Denkt immer an den Creator-Code Surimar B oder auch Trimax hier, wie zu sehen. Unterstützt uns sehr. Lasst das auf jeden Fall nicht leer. Und ja, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.